Wenn du ein neues Vorhaben startest, ein Startup oder ein Unternehmen gründen willst, dann gibt es die sogenannte Launch-Phase, also der Zeitpunkt, mit dem du in der Regel den Produkteintritt im Markt auch vollziehst. Die gesamte Phase ist aber unterteilt in mehrere einzelne Phasen. So ähnlich wie bei einer Softwareentwicklung gibt es die Pre-Alpha-Phase, die Alpha-Phase, Beta-Phase, Release und dann noch weitere Phasen. Und um diesem Video geht es darum, wie genau diese Launch-Phase richtig aussieht, normalerweise aussieht und wie du die organisierst und auch zeitlich in Etappen unterteilen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Coach und Berater, sondern selbst auch Gründer und Unternehmer. Das heißt, wir begleiten nicht nur mit unserem Team mehrere hundert solcher Vorhaben durch diese Phasen, sondern ich habe sie auch selbst mehrfach durchlebt. Von daher weiß ich ganz genau, wo es auch in dieser Phase und in der Organisation und Planung darauf ankommt. Bevor du nun in die eigentliche Launch-Phase eintrittst, gibt es noch mindestens zwei andere Phasen zuvor. Die erste Phase ist die POC-Phase, also Proof of Concept. Hier wird alles analysiert, überprüft, die Zielgruppe, der Markt, die Mitbewerber, Produkt, die Passung, all das wird analysiert und bewertet. Empfohlen werden hier mindestens 60 bis 90 Tage. In der zweiten Phase geht es um die Vollendung deines MVP, deines Prototyps. Du baust also ein fertiges Produkt oder Dienstleistung oder einen fertigen Webauftritt, einen Shop, ein Portal, was tatsächlich auch funktioniert. Und was auch komplett in dem Businessplan, also einem Businessmodell, abgebildet ist. Nicht nur Text, Vorstellung, Vision, Ideen und Canvas, sondern auch eine fertige Planungsrechnung, wo die gesamten Kosten den Umsätzen, Investitionen und sonstigen Verpflichtungen gegenübergestellt werden. Erst dann kommt in der dritten Phase der eigentliche Launch. In der dritten Phase, also in der eigentlichen Launch-Phase, geht es um den Markteintritt. Du hast deinen ersten Kunden gefunden. Entweder für dein Produkt oder für deine Dienstleistung. In der vierten Phase geht es darum, die gemessenen Werte zu analysieren. Die Feedbacks, die Erfahrung sowohl vom Team intern als auch von den Kunden aus dem Markt heraus auszuwerten. Denn es gilt darum, dass dein Produkt mit Sicherheit noch angepasst werden muss, dass die Leistungen noch verbessert werden können. Du hast hier circa schon die ersten 100 Kunden gefunden und verfügst über einen enormen Erfahrungsschatz, den es gilt, in die Praxis zur Verbesserung umzusetzen. In der fünften Phase geht es nun darum, das bewährte Produkt, das optimierte Leistungsangebot noch weiter im Markt auszubringen. Es kann also sein, dass du jetzt überregional absetzen willst oder national, vielleicht sogar international skalieren willst. Entweder hast du in dieser Phase dann schon Überschüsse, also tatsächliche Gewinne, oder es ist so, dass die Eroberung des Marktes Priorität hast. Dann wirst du mittels von Investoren dann eine Burn Rate eingeplant haben, um schnell die Marktanteile zu sichern. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dein Vorhaben in den Markt reinzubringen, vielleicht ein MVP zu entwickeln, die Finanzierung abzubilden, Kontakt zu kommen auch mit Investoren zur nächsten oder ersten Finanzierungsrunde, dann bist du eingeladen, Gebrauch zu machen von unserem kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du wie immer unterhalb des Videos. Aber vergiss nicht, unseren Kanal zu liken und zu abonnieren und gerne auch die Glocke zu betätigen, damit du in Zukunft auch weiter informiert wirst. Und ich wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Markteintritt, beim Start deiner Produkteinführung, beim erfolgreichen Start und Launch deines Unternehmens, deines Vorhabens, dein Daniel Schäfer.